Weil die nicht mehr fähig sind, selber Stellenvermittlung zu machen, wie es mal früher war. Heutzutage heißt es ja, gehen Sie zu dem Jobcenter oder, Entschuldigung, zu dem Zeitarbeitsfirma hin oder zu der oder zu der oder zu der. Ich habe es gemacht, bin hingegangen, habe meinen Staplerschein, wie er vorhin ja erwähnt hatte, habe auch meine Erfahrung. Mir wurde ein Job angeboten von 6,95 € brutto. Da habe ich gesagt, okay, ist gut, vermittelt mich. Die haben aber gesehen, dass ich meinen Industriemeister habe, dass ich meinen Kfz-Mechaniker habe, dass ich meinen Fluggerätmechaniker habe, PC-System- und Netzwerktechniker habe. Nee, der ist überqualifiziert. Den stellen wir doch nicht ein. Das Arbeitsamt ist jetzt endlich mal in die Füße gekommen, mir eine Weiterbildung anzubieten. Ihr seht, ich laufe mit Krücken rum. Warum? Ich habe jetzt die zweite künstliche Hüfte drin. War jetzt vor kurzem dort und habe mich hochstufen lassen auf 50%. Auf einmal werden denen die Eier hart. Oh, bei dem müssen wir jetzt endlich was machen. Als sie sagt, ich hatte eine künstliche Hüfte drin, ich darf nicht mehr wie 20 Kilo heben. Ich brauche eine Umschulung, weil ich kann in meinem Gewerbe drin nicht mehr arbeiten. Ja, gehen Sie zur Rentenkasse. Bei der Rentenkasse gewesen, gehen Sie zum Arbeitsamt. Die schicken mich wieder dahin und hin und her. Also es ist katastrophal. Bambelhaft, ganz einfach gesagt, wie das Jobcenter oder das Arbeitsamt, wie es früher hieß, arbeitet. Stellenvermittlung kommt gar keine mehr. Und das Beste ist, ich bin im Krankenhaus gelegen. Mein Vermittler wusste ganz genau, ich gehe ins Krankenhaus wegen der neuen Hüfte. Die ganze Zeit davor, ich habe keinen einzigen Vermittlungsbescheid bekommen. Seitdem, ich bin im Krankenhaus drin gelegen, einen Tag nach der OP, telefoniert meine Frau mit mir. Ja, du hast von der DEKRA irgendwas, vom Arbeitsamt für die DEKRA eine Stellenvermittlung bekommen. Insgesamt hat sich das Ganze, ich bin immer noch krankgeschrieben, bin dort gewesen, auf 3 hochgestuft. Nachdem ich dort war, eine Woche später kam wieder was von denen, obwohl die wissen, ich bin krankgeschrieben. Da wird man auf einmal komischerweise angeschrieben vom Arbeitsamt. Aber wenn man in Anführungszeichen gesund ist, passiert gar nichts. Und dann wollte ich noch irgendwas anderes sagen. Hat mit unserer Politik zu tun, habe ich vorhin schon gesagt. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Es tut mir leid. Vielleicht später. Aber das, was das Arbeitscenter mehr oder weniger für diejenigen Leute macht, was eigentlich ihre Aufgaben wäre, was er schon sagte, dass die sich um Stellen bemühen sollen, wird nicht gemacht. Da wird man hingeschickt zu Randstad, zu Adecco oder dorthin oder dorthin oder dorthin, bewerbt euch mal dort. Und die Firmen, die werden reich. Und das Beste ist, ich habe mich beworben, ein Kranführer bin ich auch noch, Entschuldigung. Ich habe mich beworben in Düsseldorf bei einer Zeitarbeitsfirma als Kranführer. Da bin ich gefragt worden, haben Sie den Vermittlungsschein? Nee, den habe ich nicht, so lange bin ich noch nicht arbeitslos. Ja, melden Sie sich bitte, wenn Sie den Vermittlungsschein haben. Und dann können wir sie einstellen. Denen geht es echt nur ums Geld, was sie vom Arbeitsamt bekommen, und die kümmern sich ein Kehricht drum. Das war's dann. Ich übergebe. Danke. Erstmal wünsche ich dir gute Besserung mit deiner Hüfte und dass es sich eine gute Lösung findet. Ich habe nichts vorbereitet, aber ich erzähle euch mal was über das Bewusstsein. Und das fängt eben ganz früh an. Wenn wir auf die Welt kommen, haben wir unsere Sinne zur Verfügung. Unser Hören, unser Riechen, unser Schmecken, unser Tastsinn. Und über diese Sinne nehmen wir wahr. Und es fängt ganz früh an, dass wir über verschiedene Kanäle beeinflusst werden. Über Sätze der Eltern, über den Kindergarten, über die Schule werden wir geprägt. Und als ich vor einem Jahr entdeckt habe, wie wir geprägt werden, dass es nämlich ein Plan ist, dass wir klein gehalten werden sollen und nicht bewusst werden sollen, war das für mich erstmal wie ein Schock. Ich bin davon überzeugt, dass wir nur dann, wenn wir bewusst sind, überhaupt entscheiden können, was wir machen. Und
ich weiß, dass das, was wir denken und das, was wir aussprechen, dass wir das auch wieder anziehen von unserer energetischen Denke her. Und wenn wir geprägt werden, dass wir klein sind und nichts können oder dass wir uns System unterordnen müssen, dann denken wir klein und wir glauben, wir sind nichts. Aber wir sind ganz viel. Ich behaupte mal, wir sind alle, wir haben einen göttlichen Funken. Wir alle können alles. Und ich sage euch, ich habe einen ganz anderen Beruf gelernt, wie den, den ich jetzt ausführe. Ich bin nämlich Handelsfachwirt. Ich war im Einzelhandel. Ich konnte immer gut mit Menschen umgehen. Und ich habe auch gut verdient. Ich war gut in meinem Job, aber es hat mich nicht glücklich gemacht. Und eine Krise mit meinem Mann hat mich dazu geführt, in mich hineinzuschauen und meine Seele mir anzugucken, meine Probleme. Und meine Probleme haben mich dazu geführt, dass ich Lehrer gefunden habe, die mir geholfen haben, mich selber zu verstehen und auch meinen Mann zu verstehen. Und dann habe ich gemerkt, wie unglaublich genial diese Arbeit ist und habe mehrere Seminare bei einem Lehrer gemacht. Und der hat dann später zu mir gesagt, dass ich Talent hätte und dass er sehen würde, dass mich die Methoden interessieren, dass ich Talent hätte, das zu machen. Und ich habe 2 Jahre lang nicht daran geglaubt, dass ich sowas können kann. Ich habe gedacht, ich bin klein und ich bin nichts wert. Das sind so die Sachen, die ich von meinen Eltern gehört habe. Und irgendwann habe ich mich überwunden, habe gesagt, okay, ich melde mich einfach an und mache das einfach. Und habe dann 4 Jahre lang gelernt, Gestalttherapeutin, und habe ja auch meine eigenen Sachen alle angucken müssen. Und dabei habe ich entdeckt, dass ich total klasse bin, dass ich super bin und dass ich viel kann. Und als ich meine Ausbildung fertig gemacht hatte, dann kam ein schwieriger Prozess, weil ich einfach noch nicht so richtig wusste, wie ich arbeiten kann, ob ich das überhaupt kann, hatte viel Angst. Aber ich bin durch diese Angst durch und ich weiß, dass alles, was wir uns vorstellen, dass wir das können, dass wir daran, wenn wir daran glauben, dass wir das alle schaffen. Und heute bin ich sehr erfolgreich und ich glaube, jeder von euch, der in so einer Situation ist und vielleicht aufgegeben hat und nicht genau weiß, wie es weitergeht, dass er bitte das sucht, was ihn begeistert, das, was ihn, was, wo das Herz brennt, ja, dass er das dann sucht und dem nachgeht, weil das Schicksal und unsere innere Führung führt uns genau dahin, dass wir das finden, was uns, wo unsere Seele verbrennt. Und wenn wir das finden, das ist unsere Berufung. Und wenn wir dem folgen und uns trauen, dass wir das machen können, dann können wir damit alles schaffen. Und damit ziehen wir dann auch die Wertschätzung, die wir dieser Berufung schenken, die ziehen wir dann auch wieder an in Form von Geld. Das ist nämlich genau der Lohn, der kommt, wenn wir in etwas hineingeben, also Liebe und ja, unser Herzblut reingeben. Und ich bin aus eigener Erfahrung, wirklich aus einer Situation, in der ich wirklich, es ging mir nicht besonders toll, aber heute bin ich einfach ein total glücklicher Mensch und stolz, dass ich hier sein kann und hier Menschen sind, die zuhören, die das interessiert. Ich möchte euch Mut machen, an euch zu glauben. Und jetzt gibt es noch ein paar Sachen, die von außen gemacht werden, die wir ändern können. In unserem Trinkwasser ist ganz oft Fluorid. Ich möchte euch bitten, darauf zu achten, was ihr trinkt. Wenn Fluorid darin drin ist, Fluorid wirkt auf das zentrale Nervensystem und auf unseren Hypothalamus, der unsere ganzen Stoffwechselvorgänge regelt und hält uns klein. Also was heißt klein? Er hält uns ein bisschen dumpf und wir bleiben in so einer lethargischen Haltung und fangen nichts an. Also wir ändern nichts groß im Leben. Das könnt ihr alles nachlesen, ihr braucht mir das nicht glauben, aber es ist recherchierbar. Dann gibt es Fluoride in Zahnpasta. Passt auf, was die Kinder für Zahnpasta bekommen. Vor allem, also ich habe leider es noch nicht gewusst und habe Fluorid-Tabletten meinen Kindern gegeben. Also ich könnte mich heute dafür, wenn ich es gewusst hätte, also es tut mir total leid. Meine jüngere Tochter hat sogar Verfärbungen in den Schneidezähnen gehabt, weil das Fluorid den Zahnschmelz verändert hat. Also es war im Endeffekt eine schädliche Sache. Dann gibt es noch die Umwelteinflüsse der Deos. Es gibt Deos, die noch Aluminium, also sehr viele Deos, die Aluminium beinhalten. Und das Aluminium gelangt in unser Lymphsystem zuerst unter die Arme, dann später durch den Blutkreislauf und endet am Schluss im Kopf. Es geht durch die Bluthirnschranke und verursacht manchmal Alzheimer. Diese ganzen Krankheiten, wo wir vergessen, war das Metall, im Endeffekt die Neuronen im Gehirn unterbindet. Ich weiß nicht, wo der Udo ist. Ist der Udo hier? Das ist mir zu laut. Ich kann nicht so gut sprechen. Ja, die können gern woanders reden. Also das ist etwas, was gemacht wird von außen. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Chemtrails sind.
Ich habe es vor einem Jahr entdeckt. Chemtrails sind von Flugzeugen ausgebrachte Chemikalien, die über uns